Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute wieder einmal die 6 ungewöhnlichsten letzten Mahlzeiten bzw. Henkerstmahlzeiten von verurteilten Straftätern. Ja, wir wollen jetzt einen Blick auf diese letzten Mahlzeiten schauen, denn es gibt immer wieder sehr interessante Wünsche, einfach die diese Gefangenen dann haben und was sie sich dabei ausdenken oder was das auch für Hintergründe hat, zum Beispiel irgendwelche Dinge aus der Kindheit. Ja, das ist immer sehr, sehr interessant und deswegen starten wir auch direkt rein und verlieren keine Zeit. Und zwar starten wir mit Stephen Wayne Anderson. Stephen Wayne Anderson war damals 49 Jahre alt, das Ganze geschah in Kalifornien im Jahre 2002. Er war angeklagt wegen einem Einbruch, einer Tätlichkeit, einem Gefängnisausbruch und 9-fachen Mord. Das Ganze passierte dann mit einer Giftspritze. Aber vorher, da gab es noch ein bisschen was auf dem Teller. Und zwar wünschte er sich 2 gegrillte Käse-Sandwich, also so Grilled Cheese Sandwiches, ein bisschen Hüttenkäse mit Zuckermais und Radieschen und dann noch einen Pfirsichkuchen und Chocolate Chip Ice Cream. Das Ganze sieht man hier sehr gut auf diesem Bild. Wie gesagt, das Bild stammt von der Webseite henryhargreaves.com. Schaut da gerne mal rein. Da gibt es ganz, ganz viele Bilder nachgestellt von letzten Mahlzeiten. Super interessant. Lohnt sich. Platz Nummer 2. Ronnie Lee Gardner. Ronnie Lee Gardner war damals 49 Jahre alt. Das Ganze geschah in Utah 2010. Er war angeklagt wegen Einbruch, Diebstahl und 2-fachen Mord. Und auch damals in Utah 2010 wurde das Ganze per Schießkommando, also die Hinrichtung wurde per Schießkommando ausgeführt und er wünschte sich davor einen Hummerschwanz, ein Steak, einen Apfelkuchen, Vanilleeis und während des Essens wollte er noch die Lord of the Rings Trilogie schauen. Ja, so würde ich mir das auch vorstellen, das wäre glaube ich auch mein letzter Wunsch, wenn ich dann mal abtreten sollte, aber hoffentlich dann freiwillig. Platz Nummer 3, Alan Lee Tiny Davis, war 54 Jahre alt, es geschah in Florida im Jahre 1999, angeklagt wegen Diebstahl, 3-fachen Mord und das Ganze passierte auf dem elektrischen Stuhl. Man wünschte sich damals einen Hummerschwanz, Bratkartoffeln, 250 Gramm gebratene Krevetten, 170 Gramm gebratene Muscheln, einen halben Laib Knoblauchbrot und ein bisschen Rootbier. Das Ganze sehen wir da oben in dem Gläschen noch. Platz Nummer 4, Theresa Lewis. Theresa Lewis war damals 41 Jahre alt. Es geschah in Virginia 2010 und das Ganze wegen Mord, Verschwörung und Diebstahl. Stattgefunden hat das Ganze mit der Giftspritze und sie wünschte sich Fried Chicken, Erbsen mit Butter, Apple Pie und eine schöne Dr. Pepper. Platz Nummer 5, Ferdinando, Nicola, Sacco und Bartolomeo Vanzetti. Sie waren damals 36 und 39 Jahre alt. Es geschah in Massachusetts 1927, also schon eine ganze Ecke her, angeklagt wegen 2-fachen Mord. Und diese Hinrichtung wurde dann auf dem elektrischen Stuhl ausgeführt. Doch was wünschten sie sich? Das ist doch jetzt interessant. Suppe, Fleisch, Toast und Tee. Das Ganze sehen wir hier auf dem Bild. Doch was ist auch so interessant an diesem Fall? 1977, also 50 Jahre nach dieser Hinrichtung, wir erinnern uns noch, 1927 hat das stattgefunden, erklärte der damalige Gouverneur von Massachusetts, Michael Dukakis, die Angeklagten seien unrechtmäßig verurteilt worden. Der Fall ist also immer noch aktuell und taucht immer wieder irgendwo auf. Und jetzt wieder zu unserem letzten Platz, Ronnie Treadgill. Ronnie Treadgill war 40 Jahre alt, es geschah in Texas im Jahre 2013, gar nicht so lange her. Angeklagt wurde er wegen Mord und wegen diesem Mord gab es dann eine Giftspritze. Aber was gab es vorher auf dem Teller, das interessiert uns natürlich hier. Es gab Ofenpulle, Kartoffelstock mit Soße, Gemüse, Erbsenbrot, Tee, Wasser und schönes Gläschen Punsch. Doch was ist vielleicht so besonders an dem Fall, denn Texas schaffte im Jahre 2011 die Wunschmahlzeit ab, weshalb er dann dasselbe Menü bekam wie alle anderen Häftlinge. Das heißt, das war dann das Standardmenü. Ja, ich hoffe, euch haben wieder diese 6 Plätze gefallen. Ja, letztes Mal ist das wirklich auf große Resonanz gestoßen. Das hat mich sehr gefreut. Vielleicht werde ich nochmal einen Teil machen. Schreibt da vielleicht nochmal die Leute, die ihr vielleicht unbedingt nochmal sehen wollt, wo es euch auch interessiert. Was haben die denn sich als letzte Mahlzeit gewünscht vor dieser Hinrichtung? Dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Dann werde ich darauf eingehen und vielleicht noch ein Video machen. Ansonsten, falls euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Ganzen doch einen Daumen nach oben. Hinterlasst einen netten Kommentar und abonniert unseren Channel. Ansonsten sagen wir bis zur nächsten Folge und ciao.